Ja, hallo, mein Name ist Christian Hemschemeier. Ich bin Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg und dies ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, ich bekomme in der letzten Zeit immer mehr Anfragen mit Geschichten von toxischen Beziehungen, Narzissten, Borderliner, wie auch immer. Und ja, mir sind da so ein paar Sachen aufgefallen. Ich würde ganz gerne mal eine rausheben. Also, was glaube ich wichtig ist, wenn man, es geht so ein bisschen um die erste Phase, wenn man merkt, okay, ich bin jetzt gerade aus einer Beziehung mit einem Narzissten raus oder aus einer toxischen Beziehung raus, wie ich immer lieber sage eigentlich. Was sind da wichtige Sachen und was für Fehler können so passieren in dieser frühen Phase? Und also eine Sache, was ich wirklich gerne heute darauf abheben möchte, ist diesen Selbstmissbrauch zu beenden, möglichst schnell. Also man sieht ja oft diese toxischen Beziehungen als sozusagen einer behandelt den anderen schlecht und auch in diesem Ton sind so ganz viele Sachen geschrieben, die ich so lese, die ich so höre, was auch total okay ist. Das ist auch so und ist auch wichtig, das anzuerkennen, wenn man in einer Beziehung ist, die total einseitig ist und einer ist total egozentrisch und einer ist co-abhängig, dann ist es auch so, ja klar, dass der narzisstische Part einem wirklich schlimme Sachen antut, miese Scherze mit einem treibt, wirklich Nachrichten bekommt, wo man echt nur die Haare raufen kann, höre aufgeknallt werden, fremdgegangen wird, man belogen wird, Versprechen gebrochen werden. Also das ist alles total schlimm, aber man hat es ja auch mitgemacht und das ist so eine Art, im Grunde genommen so eine Art Selbstmissbrauch, ne? Indem man ja bei einer Sache teilnimmt, die ja nicht gut ist letztlich, ne? Mal ganz platt gesagt. Also es ist total wichtig, sich dann nicht mehr selber zu belügen, was das angeht, ne? Ja, also es geht darum, diesen Selbstmissbrauch, dieses sich selbst belügen, ja, eben zu bemerken und zu stoppen. Also einmal dieses, dass man sich selber in die Tasche lügt, dass man da wirklich eine liebevollen Beziehung war, dann dieses Lügen beenden, dass das jemals anders wird, dass der andere das Licht sieht oder plötzlich alles anders wird. Ja, aber auch, das finde ich so einen wahnsinnig wichtigen Punkt, komplette Selbstverantwortung zu übernehmen. Also es ist okay, wenn man so eine Phase hat, wo man ganz viel liest über Narzissmus, Borderline, toxische Beziehungen, whatever, Psychopathie und auch versteht, wie andere Menschen ticken. Jetzt ist natürlich immer die Frage, ob die es wirklich Narzissten sind, wirklich Borderliner. Ist manchmal auch ein bisschen fraglich, aber spielt letztlich keine Rolle. Es macht schon Sinn zu verstehen, was sind so Ego-Strategien, mit denen der andere einen auf Abstand gehalten hat, mit denen der andere einen manipuliert hat. Es macht Sinn, das zu verstehen, auch um es in der Zukunft zu vermeiden. Ab einem bestimmten Punkt macht es keinen Sinn mehr, insbesondere wenn man in so eine Art Opferhaltung kommt, ne? Also ich bin Opfer geworden von so einem, ja, von so einer, weiß ich nicht, Datingmaschine oder keine Ahnung, was ein Stück weit auch so sein kann. Vor allen Dingen, man hat es halt nicht besser gewusst irgendwie. Was man nicht weiß, ja, kann man nicht kommen sehen. Und wenn man ja an sich arbeitet, wenn man an seinem Liebeschip arbeitet, wird man vielleicht auch feststellen, es ist vielleicht nicht der erste Narzisst war, dem man begegnet ist, dass es vielleicht ganz viele gab, dass man vielleicht ein Muster hat und dann fängt man an zu gucken, ob vielleicht in der Herkunftsfamilie vielleicht so jemand war und so weiter. Also da können sehr viele unangenehme Erkenntnisse auf einen zukommen, aber das erfordert erstmal, dass man aus dieser Haltung rauskommt, ich gucke, was die anderen machen und möglichst schnell anfängt, bei sich zu gucken, ne? Was ist mein Muster, was ziehe ich immer wieder an im Leben, weil wenn man, was ich schon oft gesagt habe, so einen Mangel an Selbstliebe hat, dann zieht man auch fehlende Liebe im Außen an. Wenn man sich selber schlecht behandelt, wenn man sich selber nicht gut tut, wenn man selber seine Grenzen nicht hält, wenn man sich ausbeuten lässt, dann zieht man auch Leute an, die einen ausbeuten. Das heißt jetzt nicht,
dass man selber an allem schuld ist. Das heißt auch nicht, dass der andere an allem schuld ist. Also, worum es mir in diesem Video geht, ist mal ist einen Cut zu kriegen und wirklich zu sagen, okay, ich bin hundertprozentig verantwortlich für mein Leben. Ich bin der sozusagen der Punkt, um den sich alles dreht und ich muss die Arbeit machen. Ich muss mich ändern. Ich muss verstehen, was mit mir eigentlich los ist. Ich muss lernen, mich endlich selbst zu lieben, dass ich andere Lebensumstände anziehe. So, und solange ich noch in so einem Modus bin von, ich hack jetzt nur auf den anderen ein, wie scheiße der ist, was der alles gemacht hat, rede da jahrzehntelang mit anderen Menschen drüber, habe ich vielleicht einen Schritt gemacht, aber viele weitere werde ich nicht machen. Und deswegen, also der erste Schritt ist erstmal überhaupt Kontakt wirklich abzubrechen zu einer Person, die für einen toxisch war. Also da gibt es überhaupt, das ist das erste in die Tasche lügen, wenn man das nicht macht, wenn man die Kanäle offen hält, wenn man sich weiter sozusagen das zulässt, dass man wieder rangeholt wird oder dass man wieder verletzt wird. Also da wirklich einen Cut zu machen, das ist erstmal wichtig und dann möglichst schnell anzufangen, bei sich zu gucken. Das sind doch alle Steps, die in meinem Workshop drin sind, Umprogrammierung des Liebeschips. Also diese Selbstanalyse, auf die Suche gehen nach, wo kommt das her, was hat das mit mir zu tun, wie kann ich jetzt anfangen, findet ihr auf liebeschip.de oder auch persönlich mit mir in Hamburg, Berlin und so weiter, auch auf liebeschip.de oder eheberatung.info. Und das andere, was ich wichtig finde, ist auch, in so eine gewisse Demut zu kommen, dass man sagt, okay, ich bin verantwortlich, das heißt auch nicht, ich habe jetzt einen Anspruch darauf, dass andere mich da rausholen. Ne? Da sehe ich manchmal auch in Menschen, die zu mir kommen oder in einzelnen Mails mich erreichen, auch so Anspruch, so du musst jetzt mich da rauskriegen, du musst mir helfen. Klar sucht man sich Hilfe, das ist auch total okay, aber solange man immer noch in diesem, wie ich finde, was auch zum Co-Abhängigen-Modus gehört, so ich habe einen Anspruch drauf, dass andere mich da mir was geben, dass andere mich da rausholen, dass andere, weiß ich nicht, in mich investieren, irgendwie, das war immer noch nicht weiter. Ne? Also es braucht wirklich, also auch wenn ihr einen Therapeuten sucht oder auch wenn ihr überlegt, okay, was tut mir jetzt gut? Also man braucht diese hundertprozentige Orientierung auf sich selbst. Ne? Ich suche mir das jetzt. Ne? Ich suche mir einen guten Kurs. Ich suche mir einen guten Therapeuten. Ich wechsle das auch unter Umständen. Ich investiere jetzt mal richtig in mich rein. Ich lasse es auch Geld kosten. Also oder Energie zumindest irgendwie. Also ich mache das jetzt wirklich zum wichtigsten Projekt meines Lebens. Ne? Das ist eine Haltung, mit der ihr euch am meisten gefallen tut und mit der ihr den meisten Fortschritt erzielt. Ja, hoffe, es war einigermaßen verständlich, was ich rüberbringen wollte. Und genau, alles weitere findet ihr auf meinen Webseiten liebeschip.de und eheberatung.info. Auch Möglichkeiten, persönliche Termine bei mir zu machen mit Skype-Sitzungen, E-Mail-Coaching, Telefonsitzungen, persönliche Sitzungen. Und so weiter und so weiter und so weiter. Ich überlege auch, ob ich so eine Online-Gruppe mal zusammenstelle. Wenn da jemand Interesse dran hat, kann er sich gerne mal bei mir melden. Und wir werden uns bald wiedersehen.